dass erneut so viele Menschen gekommen sind, um gemeinsam gegen diese gefährliche und menschenfeindliche Atomtechnologie zu demonstrieren. Nach den fürchterlichen Ereignissen in Japan hat die schwarz-gelbe Regierung scheinbar eine Notbremse gezogen und ein Moratorium für 3 Monate beschlossen. Aber was bedeutet das? Frau Merkel möchte im Lichte der Reaktorkatastrophe von Fukushima einmal in aller Ruhe über die Gefahren der Atomkraft nachdenken und die Sicherheit der Atomkraftwerke überprüfen lassen. Welch ein Hohn! Damit gibt sie doch zu erkennen, dass sie die atomkritische Debatte der letzten 30 Jahre komplett ignoriert hat. Ich denke, wir alle sind heute auch hier gekommen, um laut unsere Stimme zu erheben in Richtung Berlin. Frau Merkel! Frau Merkel, wir brauchen kein Moratorium. Wir kennen die Gefahren der Atomkraft. Und zuletzt haben wir noch gerufen, Atomkraftwerke abschalten. Aber die Tricksereien der Politik mahnen uns. Es darf nicht beim Abschalten bleiben. Denn Atomkraftwerke kann man dann auch wieder anschalten. Nein, deshalb fordern wir heute abschalten und endgültig stilllegen. Abschalten! Stilllegen! Abschalten! Stilllegen! Abschalten! Stilllegen! Wir sind auch hier, weil wir immer noch die grauenvollen Bilder aus Fukushima und das Leiden der Menschen dort vor Augen haben. Ich möchte Sie und euch deshalb bitten, für die Opfer der Katastrophe in Japan eine Schweigeminute einzulegen. Ich freue mich auch besonders, dass so viele junge Leute hierher gekommen sind. Ja, wir sprechen heute für die Bundjugend Bremen. Das ist eine Gruppe von jungen Leuten, die sich neben anderen Themen auch besonders schon oft gegen die Atomkraft eingesetzt hat. Und so langsam haben wir es eigentlich auch satt. Die Sicht der jungen Generation euch näher bringen, denn uns Junge betrifft die Energiepolitik doch besonders und deswegen kann ich auch nur noch mal sagen, dass ich echt toll finde, wie viele junge Leute hier heute hierher gekommen sind. Wir haben doch unser ganzes Leben vor uns und wir möchten dieses auf einem intakten Planeten verbringen, ohne die ständige Angst vor ständigen neuen Atomkatastrophen. Denn wir haben Angst. Und dass diese Angst berechtigt ist, zeigt auch nicht nur die schreckliche Katastrophe in Japan. Auch schon zuvor hat es immer wieder Störungen und Vorfälle in verschiedenen Atommeilern gegeben, die doch ganz klar zeigen, dass Atomkraft nicht sicher ist. Sie ist nicht vorhersehbar und sie ist nicht beherrschbar. Einige Politiker weismachen wollen, dass uns hier nichts passieren kann, dass unsere Atommeiler sicher seien. Ein Risiko besteht doch immer. Wir möchten daher das sofortige hin zu einer Energiewende. Wir müssen aus der Atomenergie aussteigen. Unser Ziel sollte es doch sein, auf erneuerbare Energien zurückzugreifen. Wir haben doch die Möglichkeiten, gerade hier in Deutschland verfügen wir über eine große Masse an Windenergie. Und wenn eine gute Zusammenarbeit verschiedener Länder zustande kommt, wir ein Netz erneuerbarer Energien in Europa spannen können, dann sollte dieses Ziel doch ganz klar erreichbar sein. Darauf sollten wir hinarbeiten, mit Bewusstsein für unsere Umwelt, mit dem Willen, etwas zu verändern. Regenerative Energie statt Atomkraft.
Gerade hier in Deutschland haben wir seit den 70er Jahren die weltweit größte Anti-Atomkraftbewegung. Und dennoch muss ich heute hier stehen, obwohl mein Vater vor 30 Jahren schon für dasselbe auf die Straße gegangen ist. Wie kann dann ein Staat so lange seine Bürger ignorieren? Ich verstehe das nicht. Vor 9 Jahren hat Deutschland es endlich einmal hingekriegt, den Atomausstieg zu beschließen. Und letztes Jahr kommt Schwarz-Gelb an und verwirft einfach wieder alles über den Haufen. Die Energiewende wird wieder herausgeschoben. Und die sogenannte Brückentechnologie wird so lange verlängert, bis es dann irgendwann aussieht wie in Fukushima. Die Politiker lassen die Atomkraftwerke laufen, sacken Kohle ein und schieben die notwendige Veränderung auf die lange Bank. Und meine Generation muss wortwörtlich die Zelte abbauen. Es ist unglaublich, dass die alten Politiker null Verantwortung dafür tragen, was sie in die Welt gesetzt haben. Und wer hat dann unter den Entscheidungen dieser Politiker zu leiden? Das sind wir, die junge Generation. Wir wollen noch länger hier leben. Wir müssen die Folgen der Fehler aufbaden. Wir müssen mit dem ganzen Müll klarkommen, den ihr, die Entscheidungsträger, für Atomkraft und für die Laufzeitenverlängerung uns hinterlasst. Danke Merkel und Co. Danke, dass ihr euch solche Gedanken um unsere Zukunft macht. Stark beeindruckend, wenn ich hier rüber gucke, diese großen Menschenmassen und dass die Bremer sich alle bewegt haben gegen diese AKW-Bewegung. Und die Sonne scheint hier auch noch in Bremen. Also ist ein tolles Gefühl, muss man sagen. Also ich persönlich bewirtschafte 3 Kilometer westlich vom Atomkraftwerk Unterweser meinen landwirtschaftlichen Betrieb nach Biolandrichtlinien. Unser Weser gegen das atomare Zwischenlager, gegen das Atomkraftwerk wird nicht nur von den Biolandwirten unterstützt, es wird auch von den konventionellen Landwirten unterstützt. Mein direkter Nachbar, Kanot Hansen, ist konventioneller Landwirt und wir beide haben gemeinsam geklagt in Lüneburg gegen das atomare Zwischenlager. Die Klage haben wir damals 2003 eingereicht. Es hat 6,5 Jahre in Lüneburg gelegen, bevor unsere Klage erst zur Verhandlung gekommen ist. Das fanden wir schon eine Sauerei hoch 3. Dieser ganze Prozess dort war eine Farce. Wir waren mit einem Anwalt, mit Wollentheit von Hamburg da. Die Gegenseite E.ON, Bundesamt für Strahlenschutz, die kam mit 6 Anwälten, mit 20 Gutachtern. Wir hatten eine Physikerin dabei, die Oda Becker, die uns unterstützt hat. Also da konnte man schon das Kräfteverhältnis vom Gerichtsgebäude sehen. Wir 3 Peoples, 4 Peoples gegen eine ganze Bossmannschaft. Aber ich muss eins sagen, wir haben erreicht, dass unser Urteil nicht endgültig ist, sondern dass wir Revision einlegen können in Leipzig. Das haben wir jetzt auch schon gemacht. Wir konnten ja nicht wissen, was alles folgt. Es wurde ja alles ins Restrisiko reingeschoben. Flugzeugabsturz, alles wurde Restrisiko genannt. Also das passiert höchstwahrscheinlich nicht. Und was in Tschernobyl passiert ist, ja, das war ein russischer Schrottmeiler. So wurde uns das ja erzählt. Bloß andersrum, dann mussten die vom Bundesamt für Strahlenschutz den Flugzeugabsturz Nachweis erbringen. Das haben die Lüneburger Richter verlangt. Vom A380. 6 Wochen später kamen sie mit dem Gutachten und das Gutachten war zur Hälfte geschwärzt und die andere Hälfte kam unter Geheimhaltung. Selbst die Richter konnten das nicht lesen, bloß es konnte ein Urteil gefällt werden. Also man fragt sich schon, wo ist unsere Demokratie? Also da waren wir ganz schön geschockt von. Weiter klage ich gegen die Laufzeitverlängerung mit Hilfe von Greenpeace. Und ich sage persönlich, das ist mein kleiner Beitrag, den ich leisten kann.
Und ich hoffe, dass ganz viele mitziehen. Und dies heute, wenn ich das sehe, das macht mir richtig Hoffnung. Und dass dieser Schwung noch mehr Gas gibt und dass noch mehr Leute mitkommen. Und dass diese Mafia-Clique da oben, die Atomlobby-Clique, Merkel, Westerwelle und wie sie alle heißen, samt E.ON und alle, dass die gnadenlos untergehen. Also das ist mein Wunsch. Man hat auch das Gefühl, viele sieht man wieder. Auch etliche, die schon vor 25 Jahren hier gestanden haben, ein bisschen grau geworden sind seitdem. Und der eine oder andere wird sich daran erinnern, wie das damals war, als die Wolke hier über den Marktplatz zog und es anfing zu regnen, kurz nachdem Tschernobyl in die Luft geflogen ist und wir abgehauen sind in den Dom, weil wir Angst hatten. Fukushima ist nicht Tschernobyl. Es wird nicht nochmal 25 Jahre dauern. Jetzt spürt jeder, wir kommen da raus. Wir können das schaffen. Wir sind einflussreich genug in dieser Gesellschaft geworden. Und wir verfügen über die Alternativen. Und darum geht es jetzt. Und zwar schnell. Die politische Macht der Atomlobby ist ins Rutschen geraten. Man sieht es mit Freude, wenn man morgens die Zeitung aufmacht. Schon Herr Lindner von der FDP erkennt, so kann es nicht weitergehen. Willkommen, Herr Lindner! Aber es wird uns ja wohl keiner krumm nehmen, wenn wir misstrauisch sind, oder? All die neuen Erkenntnisse haben ganz offenkundig was zu tun mit der Sorge vor einem Karriereknick oder dem Umstand, dass eine ganze Partei in den Orkus zu wandern droht. Wir werden deshalb sehr aufmerksam und mit großer Mobilisierung die nächsten Monate in diesem Land ein Wörtchen mitreden. Dieses Moratorium wird nicht zu einem Innehalten, sondern zu einer machtvollen Mobilisierung der Bürgerinnen und Bürger werden, an deren Ende die wirkliche Wende steht. Das Abschalten und Umschalten. Für wie blöd haltet ihr uns eigentlich, dass wir auf diese halbseidenen Manöver hereinfallen. Jetzt ist Ehrlichkeit verlangt. Jetzt heißt es Irrtümer eingestehen und was Neues anfangen. Und jeder, der das tut, ist an unserer Seite und herzlich willkommen. TEPCO. TEPCO heißt die Atomfirma, die Fukushima betreibt seit 40 Jahren und all die Schlampereien und Durchstechereien zu verantworten hat. In Deutschland heißt TEPCO RWE. Und RWE will Biblis 1 wieder anschalten, steht deswegen vor dem Kadi und rechnet sich wegen der Schlamperei der Bundesregierung gute Chancen aus. Ja, wo leben wir denn? Also zum Schluss möchte ich doch gerne sagen, dass ich als Friese hier stehen darf, dass er hier in Bremen reden darf. Also meine Vorfahren werden stolz darauf. Wir haben bei uns nämlich das Friesendenkmal stehen, in Hartwader Friesen. Und da steht drunter Leber tot als Klof. Und das bedeutet so viel. Ich meine, die Bremer haben uns ja oft genug überrumpelt. Ne? Das muss ich sagen. Wir sind ewig wieder unterjocht worden. Ne? Aber dass ich jetzt hier reden darf, unsere Vorfahren haben sie hier geköpft auf dem Marktplatz. Aber das finde ich klasse.